Und damit willkommen zurück zu Harvest Moon, das Licht der Hoffnung. Und hey, Leute, wir können ernten. Wir können ernten, ernten, ernten und damit dann Geld verdienen. Ach, verdammt. Ach, die Steuerung. Die ist halt schon teilweise manchmal... Und alles einsammeln. Hä? Der ist aber neu. Ne, mit Perwoll gewaschen. Oh, Schleichwerbung. Oder Persil? So, zurück in der Stadt und niemand ist da. Also gehen wir nach oben. Ich bräuchte jetzt eigentlich mal den Händler. Damit ich Gold machen kann. Aber scheinbar ist er nicht da. Sam, wo bist du? Oh, irgendwas passiert hier. Sieh dir das an. Ist mein Zuhause etwa repariert? Ich dachte, es wäre völlig heruntergekommen. Oh, hoch. Du hast mich aber erschreckt. Wer bist du überhaupt? Ich bin Troplay, Let's Player der Leidenschaft. Ach ja? Ich bin Melanie. Hey, weißt du zufällig, wer das hier repariert hat? Yep, that's me. Echt jetzt? Du warst das? Warum? Ich hatte Zeit und Geld. Du bist echt total irre. Auf eine gute Weise meine ich. Ich wollte dich nicht beleidigen, echt. Kein Problem. Ein Hof? Es gibt einen Hof hier? Ich habe in der Stadt gelebt, okay. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr in Leuchtdorf. Ja, siehst du mal, ne? Hey. Vielleicht kannst du mir helfen. Weißt du, wo mein Opa ist? Er heißt Gus. Nö, nicht gesehen. Ach, hätte ich mir denken können. Woher solltest du das auch wissen? Macht nichts. Er ist wahrscheinlich wieder in der Mine. Ah, das ist der alte Herr vor der Mine. Okay, ich weiß es ja schon. Aber egal, ich wollte es nur noch mal sagen. So ein bisschen so tun, als ob ich es nicht wüsste. Was praktisch, jetzt bin ich hier oben, aber der Händler ist nicht da. Ach verdammt, wo laufe ich denn hin? Wo laufe ich denn noch hin? Das da ist Gus. Gustav. Gustav. Hey, Junge, die Mine ist geschlossen. Geh heim. Husch, husch. Junge, die Mine ist geschlossen. Geh heim. Also ich muss erst die Mine reparieren. Dafür brauche ich 10 Weichholz. Okay. Das heißt, dann machen wir jetzt erstmal hier das Holz kaputt. Zack. 3. Wir haben ja 0. Guck mal, sie steht da vorne. Und der Opa steht da. 5. 6. 7. Wie die sich gegenseitig hin und her schieben. 8. 9. 10, F12. Aber leider ist Sam nicht in der Nähe. Dafür ist er hier. Doc ist da. Ja, was mache ich denn nun? Ich sagte ja, der Händler ist dann immer irgendwo unterwegs und ja, an einigen Tagen hat man dann das Problem, dass keiner da ist. Ach, das ist jetzt doof. Jetzt habe ich echt ein Problem. Vielleicht ist er aber auch in seinem Haus drin. Ich komme später wieder. Schön. Da ist niemand. Hm, vielleicht ist ja Sally da. Da ist niemand. Und dann brauche ich auch noch die Angel. Da habe ich auch noch niemanden gefunden, der sich um die Angel kümmert. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, wie ich an die Angel komme.
Die Angel bekomme ich bestimmt hier. Na komm. So, sag mal Blumen. Und hier könnte ich die Angel herbekommen, wenn ich Hartbauholz hätte und Eselsfell. Ach, verdammt. Mann. Ja, die beiden sehr hilfreichen Herren und Damen, die sich eigentlich gar nicht darum kümmern irgendwie. Oh, guten Morgen. Bist du auf dem Weg zur Arbeit? Sprich mit mir, falls du Blumensamen benötigst. Vergiss nicht, deine Blumen sind Nutzpflanzen. Nein, der Frühling ist schon da. Ach, kommt Leute, geht weg. Danke. Oh, hallo Truppe, wie geht's, wie steht's? Ja, soweit gut. Ich würde halt gern verkaufen, aber das Problem ist, sie verkauft gerade nichts. Was haben wir hier? Oh, hier kann ich nicht reparieren. Okay. Das wurde wohl komplett zerstört. Hier ist auch nichts. Sam, wann bist du da? Vielleicht finden wir hier drin was. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine hier. Dorfbewohner. Sam, da ist er. Frühling. Ein zwielichter Händler denkt immer zu ans Geld. Ja, und hat sein Geschäft nicht offen. Ach. Wo finde ich jetzt Sam? Gut, ich könnte in der Zeit Holz sammeln, aber eigentlich wollte ich jetzt nicht hier Holz sammeln groß, ne? Ach, verdammt, da komme ich nicht lang. Dann gieße ich erstmal. Bevor die Sachen hier verdorren. Ach, Mist. Ah, jetzt weiß ich jedenfalls auch, wie der Fehler entsteht. Und ich habe natürlich auch eure Kritik zu dem Spiel gelesen. Manche sagen ja hier, dass die Grafik entsprechend bäh wäre und dass das alles total lieblos wäre. Sind wir mal ehrlich, ja, klar, der Spieler ist jetzt fast so groß wie der Baum. Ist ein bisschen unrealistisch, aber das sind Kleinigkeiten. Also deswegen kann man sich doch jetzt nicht aufregen, meine Güte. Es kommt immer darauf an, halt, ob man jetzt das Grafische sieht oder halt das Spielerische. Und spielerisch finde ich das Spiel immer noch vollkommen in Ordnung. Storytechnisch ist es halt ein bisschen undurchsichtig. Wann ist Sam da, wann sind die anderen da? Aber der Rest ist doch soweit vollkommen in Ordnung, also. Okay, die Bewegungsanimation. Darüber kann man sich jetzt noch ein bisschen streiten. Ich frage mich jetzt echt gerade, wo ich das Geld herbekomme. Hey Doc. Ich flitze zurück zu meinem Haus. Die Materialien sollten in der Mine sein. Ja, schön, dass du das so siehst. 600, boah. Sam, bist du hier? Nein, da ist er auch nicht. Da ist das Haus. Ach, da hinten. Eine Blume. Wie komme ich da hin? Auch eine gute Frage, ne? So, dann mal hier wieder hoch. Wer bist du denn? Danke für deine Hilfe. Oh, wenn du bei der Nahrungssuche die Blumen findest, dann bring sie uns. Wir kaufen sie für mehr Geld. Der Legende nach soll sich irgendwo auf diesem Berg ein Eingang zum Schattenreich befinden. Ja, aber du bist nicht Sam. Ich suche Sam. Sam, wo bist du? Ne, hier ist nur Naomi. Oh, wie geht's dir? Und hier weiß ich nicht, was ich machen kann.
Sieht aus wie so eine Quelle bei The Legend of Zelda. Eine Feenquelle. Katze streicheln. Irgendwann gehört sie bestimmt mir. Ich will da hin, aber ich darf noch nicht die Steine kaputt machen. Mann. Wir gucken nochmal bei Sam seinem Laden. Wir haben es jetzt Nachmittag. Vielleicht hat er ja nachmittags geöffnet. Wäre ja eine Möglichkeit. Ansonsten merken am 7. und dann wahrscheinlich am 14. ist er nicht da. Oh, er ist da. Sam. Ha. Willst du meinen Geburtstag feiern? Hehe. Sieht mir nicht ähnlich zu erröten, aber hey, danke. Du suchst Saatgut und Dünger? Ja, ich will was kaufen. Oh, verdammt, ich muss ihn irgendwie beglücken. In der Tasche, dann kriegst du Rotkohl. Halten. Ein Geburtstagsgeschenk für mich? Alter Falter, ich verspreche, ich werde es nie verkaufen. Danke. Verkauf dir meine Ernte und ich besorge mehr Saatgut. Keine Sorge, dir verkaufe ich es mit Rabatt. Ja, aber du solltest es mir doch jetzt verkaufen. Ach Mann. Ach, Sonntag. Ach, Sonntag kommen sie alle zu. Ich sehe, du bist fleißig am Arbeiten. Hallo, ich sehe, du bist fleißig. Vergiss nicht, etwas zum Mittag zu essen. Ja, was passiert denn jetzt, wenn ich das benutze? Benutzen. Rotkohl verbraucht. Okay. Ah. Also wenn ihr euer Essen esst, dann... habt ihr mehr Energie. Und Bambus solltet ihr also dann eher essen, statt ihn irgendwie, keine Ahnung, zu verkaufen. Dann bekommt ihr auch wieder Energie voll. Jo. Das ist jetzt ärgerlich. Eigentlich wollte ich jetzt hier schön noch mit euch die Brücke bzw. die Mine reparieren. Aber naja, nun ist das so. Dann gehen wir halt in der nächsten Folge auf Bambussuche. Und machen jetzt erstmal das Weichholz kaputt. Ich dachte eigentlich, ich müsste echt erst was zu essen kochen, aber ja, scheinbar muss man es dann halt anders machen. So, hier ein paar Bäumchen noch wegmachen. So. Wir fällen Bäume, wir fällen Bäume. So. Das sollte reichen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es so. Dann können wir in der nächsten Folge das andere machen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.